Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play von Monster Hunter Generations. Tja, kennt ihr noch Plesiod? Genau, das ist dieser lästige Fisch mit seiner Bodycheck-Attacke, die bei jedem Spieler gefürchtet ist. Doch, es gab bis jetzt immer bei jedem Monster Hunter eine große Schwäche von Plesiod, nämlich war das Pierce. Bereits in Monster Hunter Freedom Unite war es sehr einfach, Plesiod mit Pierce zu bekämpfen, mit Pierce Heavy Bowgun oder Light Bowgun. In Monster Hunter Tri Ultimate war es genauso, unter Wasser mit Pierce draufballern und Plesiod war bald tot. Und hier in Monster Hunter Generations gibt es jetzt diese neue Munition, die nennt sich Element Pierce. Also es gibt Donner-Element-Pierce, Wasser-Element-Pierce und so weiter und so fort. Und ja, ich will euch heute ein Set zeigen, das sehr gut ist. Nämlich hat das Set Donnerangriff plus 2, Bonusschuss, Kapazität hoch und Warschuss hoch oder Warschuss plus, keine Ahnung wie das auf Deutsch heißt. Das hier ist so ein Allround-Set, ich kann das für alle Elemente benutzen. Also als Talisman braucht man eigentlich nur Donnerangriff plus 12 und 3 Slots. Man braucht eigentlich nur Donnerangriff plus 12 und 3 Slots, dann kann man das Set hier machen. Und man kann das dann austauschen, nämlich hier habe ich ein Juwel drin mit Donnerangriff plus 3. Man braucht das nur austauschen, einen anderen Talisman mit Feuerangriff plus 12 und hier Feuer plus 3 rein. Juwel reinmachen, dann hat man das gleiche mit Feuerangriff plus 2. Ja. So, hier habe ich nun Athenas Armor Set Searcher. Nämlich habe ich hier die Skills Donnerangriff plus 2, Bonusschuss, Kapazität hoch und dieser Wahrheitsschuss hoch. Und wie ihr sehen könnt, mit 706 Sets kann das gemacht werden. Ich habe nämlich unter Advanced Search und erweiterte Suche habe ich DLC-Sachen ausgestellt, das heißt, diese kann man schon alle machen. Und ihr könnt dieses Set bereits mit einem Donnerangriff plus 8 und 3 Slot Talisman machen. Das heißt, ihr braucht nur einen Donnerangriff plus 3, Donnerangriff plus 8, 3 Slot Talisman und dann könnt ihr das Set hier machen. Mit dem Barrage Earring, Hemi Tower West R, Exprahydius Guards, Exprahydius Code und Artian Legends R. Ich stelle das Ganze mal eben auf Deutsch, damit ihr euch leichter tut. So, wie gesagt, Donnerangriff 8, 3 Slots. Und dann das Sperrfeuer-Piercing, die Hermitauer-Weste R oder irgendwas anderes mit 3 Slots, ist egal. Brachydius Armschutz X, Brachydius Waffenrock X und Artian Gamaschen R. Und dann kommt ihr schon auf diese Skills mit einem Donnerangriff plus 8 und 3 Slot-Talisman. Set hat 291 Verteidigung, ist ganz gut. Allerdings, mir gefällt die Brachydius Armschutz X. Mir gefallen diese Rüstungsteile nicht so, deshalb habe ich mein Set ein bisschen anders gemacht. Nun zu der Waffe. Das ist die Elegant Power Soul. Das ist von, ich glaube, Kezo-Materialien oder so braucht man dafür. Und ja, diese Waffe hat als interne Munition Pierce Donner Stufe 2, 36 Schuss. Und die Waffe hat genau diese Munition dann auch im Schnellfeuer. Und das ist verheerend. Das ist einfach toll. Und gegen Plesiod ist das wirklich sehr, sehr gut. So Leute, das ist hier jetzt der Monster Hunter Text am PC. Und da kann man ganz schön die Schwächen von Monstern und alles durchsehen. Es gibt auf dem Handy auch die Monster Hunter Database, ist auch ganz gut. Allerdings sieht man dann hier nicht so die einzelnen Zonen der Monster. Das ist richtig cool hier gemacht. Man sieht hier, welche Zone wie weit geht, wie groß die ist und ja. So, und anhand dieses Bildes können wir nun nachsehen, wie wir am besten schießen. Nämlich der Kopf hier vorne nimmt 20 Donner, also hat 20 Donner Schwäche. Der Nacken hat 25, der Rücken hier oben hat auch 25, der Bauch unten hat nur 20,
Die Flügel haben 25 und der Tail hat auch 25. Die Füße haben lediglich 15. Das heißt, am besten ist es, wenn man irgendwie so hier drüben steht und dann mit diesem Tonner Pierce 2 am besten so durchschießt, dass man hier durch 1, 2, 3 und 7, also den Kopf, den Nacken, den Rücken und den Tail erwischt. So wäre es am idealsten. Allerdings wird es manchmal vorkommen, dass man hier 1, 2 und dann vielleicht den Bauch erwischt und den Tail, weil der Bauch hier ein bisschen größer ist und hier oben den Rücken zu erwischen ist schon etwas schwierig. Aber der Bauch nimmt auch 20, deshalb ist das kein Problem. Durch die Flügel würde ich nicht durchschießen, denn diese Tonner Pierce Stufe 2 macht ja 5, also macht ja 5 Treffer. Wenn man durch die Flügel schießt, macht man vielleicht nur 1, 2, 3 Treffer, wenn man Glück hat 4. Wenn man aber so durchschießt, macht man garantiert alle 5 Treffer und das macht dann wirklich mega viel Schaden. Und ja, wir gehen nun ins Lager. So, was werde ich essen? Man kann hier Feline Temper essen, increases Bowgun Damage, but also increases Deviation. Das heißt, Bowgun Schaden, also Armbrustschaden wird verstärkt, aber dafür bekommt man ein bisschen Abweichung, aber das ist nicht schlimm. So, ich habe das Ganze hier im Striker Style mit Absolute Evasion, Full House 3 und Absolute Readiness. Und jetzt gehen wir Blaziot jagen. Kanta hat bei seinem Video ein ähnliches Set benutzt. Er hat Donnerangriff plus 2, Bonusschuss und True Shot abgehabt. Ich habe hier noch Load Up, also Kapazität hoch reingekriegt. Deshalb hat man dann immer 3 Schüsse. Und ja, Kanta seinen Rekord von 2 Minuten 12 werde ich nicht besiegen können. Aber ich will euch hier ja nur mal demonstrieren, wie einfach es ist, mit diesem Set Blaziot zu jagen. So, ich hoffe, ich kriege einen guten Gebietsspawn. Ja, okay, ist okay. Das ist eigentlich okay. Munition braucht man eigentlich gar nicht mitnehmen, denn man hat ja diese interne Munition und die reicht locker aus. Die würde sogar ausreichen, um den Blaziot zweimal zu killen. So, Jägertrank natürlich. Mega-Demon-Truck, also Mega-Demon-Mittel, um mehr Schaden zu machen. Und zum Schluss dann noch einen Machtsamen reinhauen. So. Jetzt schnell eine Rauchbombe benutzen und jetzt werden wir Blaziot angeln. Wo ist der Spot? Ich glaube hier drüben, ja. So, hier ist der Spot zum Angeln. Und jetzt geht's los. Okay, jetzt hat er mich erwischt mit seinem Wasserstrahl. Man sieht halt nicht sehr viel wegen der Rauchbombe. Und da erwischt er mich wieder, verdammt. Klar, wenn ich aufnehme, läuft wieder alles schief. So ist es ja meistens. Autsch. Okay. Ich dachte schon, er kriegt mich jetzt mit seiner scheiß Angriff hier.
So, wo ist er jetzt? Da. Jetzt habe ich ihn von der Seite erwischt, das ist natürlich nicht so gut. Okay, und jetzt will er schon abhauen. Und jetzt ist er tot. Wie ihr seht, ganz einfach hier. Ganz einfach zu machen. Die Zeit war jetzt nicht so toll. Aber es ist okay. Ganz einfach hier Plesiot solo zu farmen. Wenn ihr Plesiot Sachen braucht. Oder einfach nur so zum Spaß Plesiot demütigen wollt. Dann nehmt dieses Set und ja. Tötet ihn. Und ihr seht, ich habe noch immer 19 Schüsse. 36 haben wir, glaube ich, gehabt am Anfang. Ja. Wo steht das? So, 36, ja. Das heißt, 17 Schüsse habe ich verbraucht. Das heißt, ich könnte sogar noch einen Blizzard killen. Ganz easy mit dem Set. Und ja, schauen wir mal, was wir so für Sachen bekommen. Okay, ganz so viel ist es nicht. Wir sehen 2 Minuten 45, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Wirklich sehr einfach mit diesem Set hier Blizzard zu töten. Ja. Wie gesagt, das hier ist das Set. So sieht es aus. Das könnt ihr machen mit einem Donnerangriff plus 12. 3 Slots, Talisman und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Ciao.